Servus, herzlich willkommen zurück bei den Karma-Jägern mit Proxy, Hoi. Mit Aldur, oh, Vorsicht, Rakete, und mit Despronix. Yo, was geht ab? Yeah, yeah. Motherfucker. Yo, in the house, ey. Hatte ich jetzt gedacht, aber ich wollte es nicht sagen. Ja, yo, Motherfucker. Ein paar Sekunden überlegt, ob ich es rauslasse oder nicht. Toll. Nach einem Piepton drüberlegen. Ach, was? Geile Scheiße. Letzte Folge dieses Jahr und guck dir das Wetter an. Ja. Ah. Kein Schnee, nur Regen. Ja, mein Gott. Dass ich das Dach gemacht habe oben. Schlimm, 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 schlimm. Muss das sein? La, la, la. La, 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 so, da bleibt man eh noch drin hängen. Ui, kommt wer gesprungen. Hinter dir. Oh, hinter mir auch noch. Über dir, hinter dir und über dir. Oh, und hier drin sind noch mehr. Action braucht das Land. Oh, doch nicht die ganze Muni. Da kommt noch eine runter. Ach. Kommt noch eine runter? Nö. Hinter dir, Klopapier, eine Rolle schenke ich dir. Schon wieder? Oh Mann. So, was ist hier? Nichts, okay. Pillen! Stimm ich mal das Dach, dann hört sich an wie ein wird. Hühnchen. Ein Splint! Waterboy. Chemiestation! Oh, mack, 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 mack. Schön. Das sieht nach typischen Azrak-Wetter aus. Okay. Und schon ist mein Inventar wieder voll. Ja, ich weiß ja nicht, was du wieder mitschleppst. Ja. Alles. Werkzeug halt. Ja. Hm? Das sind. Motor, schlechte Batterien. Alles klar. Werkzeug sind bei mir drei Plätze. Ui, drei Federn. Oben im Pillenladen ist jemand drin, ne? Oben war ich, da ist nichts. Gut. Okay. Oh, die geht sogar, die hier. Eine Schmeistation. Habt ihr das bei dem geklaut? Ja. Alles klar da drin? Mhm. Ups, ich hab ein E vergessen. Upsala. Ein goldener Wasserhahn. Brace. Let's oh. Yay. Oh. Damit. Oh, die spawnen gerade ganz schön nah hier. Ja. Upsala. Willst du denn immer in Schweden, wo es hier doch so schön ist? Boing. Samen brauchen wir nicht. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit voll was vergessen, ne? Wie gesagt, unter Ausrufezeichen Multi müssten die meisten Zuschauer eigentlich schon wissen. Könnt ihr natürlich auch Mausis Verlinkungen sehen? Oh, ist das jetzt so ein Dauer-Nachspawn-Haus? Vielleicht doch mehr. Mal schauen. Schauen wir mal. In 2019 komme ich. Du bist aber positiv, dass du dann noch bei mir bist. So, spawnt hier jetzt immer noch was nach? Ich hoffe nicht. Oh, das ist der von oben. Dummvolk? Nein. Oh. 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 Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das kann. Ui, wo kommst denn du her? Das kann. Freund. Essen. Das kann weg. Ui. Hm. Upsala. Oh, sag mal. Der Rest gucke ich mir gleich an. Erstmal kurz aufräumen.
Hallo, Kleiner. Der registriert mich echt gar nicht. Ich stehe nur 2 Meter vor ihm. Ist ja auch schlechte Sicht, ne? Nee, ich bin ja in der Kirche. Ach so. Der ist bestimmt im Gebet vertieft. Nee, er haut die Wand. Oh, dann ist cool. Er bestimmt... Pfarrer muss irgendwie drin. Scheiße gewesen sein, keine Ahnung. Oh. Noch ein bisschen einschlafen. Oh. Es wird heller. Was? Wird doch jetzt hier nicht schönes Wetter werden wollen. Oh, ich hab ja 3 kaum. Gunpowder, yay! Oh, und bring ich Straßen. Oben auch noch welche? Oben keine? Mach mal so. Da hüpft ein Häschen. Eugen, ja, das ist typisch britisches Wetter, genau. Oh, Scheibenkleister. Nee, das Scheibenkleister gehört nicht dazu. So, halt. Oh, meine Kiste. Das hört sich so ein bisschen nach Hund an. Ja, die sind in dem Gebäude, in dem ich gerade reingelatscht bin. Ach so. Ja, viel Spaß. Oh, und der hüpft gerade runter. Can we help something? Jemand? Das schaffst du schon, nee. Das ist Vorbereitung auf Samstag. In the Butzerling. Okay, es war nur einer. Vorbereitung auf Samstag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Darkness. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Der war schon offen? Warum war der schon offen? Ach, komm weg da, Mann. Und damit noch mehr Platz bitte. Schaufeln. Kann man auch mal nehmen. Oh, schon da oben. Du da aus der Ecke raus, du. Nein, du musst. Jetzt muss ich mich wirklich schon ausnähern. Ja, bin auch schon gerade dabei. So voll, ach, so voll ist doch kein Schwein, ey. Also ja. Ja. Ich hab letztens noch einen Schnitzel gesehen, so voll ist kein Schwein. Was ist denn jetzt, Mensch? Ja. Toll, jetzt bin ich ja wieder am Schwitzen wie ein Ochs. Wie ein Ochs? Jupp. Wer auf der Welt kennt sich denn auch wirklich mit dem Wetter? So jemand gibt es einfach nicht, das ist richtig. Nils oder Karl-Heinz? Karl-Heinz? Du kennst Karl-Heinz? Ach, ich kenne tatsächlich mehrere Karl-Heinzes. Da kommen die rein. Ach, da haben wir auch noch was. Irgendwie gibt's hier echt keine. Keine? Gebäude. Boah, ja, aber Loot. Der Loot tat mir bisher gut, also. Ups. Ach, jo. War hier bei den Harten? Ja, der ist schon offen, weil wir waren hier schon. Oh. Okay, da war doch keiner. Das war sogar ein fliegender Schnitzel, das ist richtig. Hier den schon wieder voll. Und sitzt hier auch noch mehr. Proxy, du sollst nicht immer bei den Aufnahmen saufen. Ich hab nur Wasser. Genau. Vom Wasser wirst du voll, ja. Genau. Du weißt, der Wodka ist auch durchsichtig. Naja. Oh, der stinkt. Das haben meine Lehrer früher auch immer gesagt. Da ist eine Kiste noch gelockt.
Also die Kisten, auf die du im Moment zugreifen musst, die sind nicht gelockt. Na dann. Ja. Rechts, die Kiste ist meine. Ich wollte gerade sagen, es wird mit Sicherheit eine Privatkiste sein. Hm. Oh. Ich lege gerade hinein. Ja, ich auch. Mindestens 6 Sekunden. Hm. Egal. No risk, no fun. Was, du kannst nur 6 Sekunden lecken? Oh, ja. Du brauchst ein Kind im Ohr, deucht mir. Aber ein dickes. Dann nimm ihn den Schlumpfbären-Schnaps weg. Ja, stimmt, das sollte ich vielleicht machen. Proxy, kein Schlumpfbären-Schnaps mehr für dich. Als hätte ich den jemals gewollt. Wie war das? Nur ist nur fahren, habe ich gesagt, ne? Ich muss noch fahren, ja. Ey, wie ich das hasse, Mann. Was denn? Ach, kommt, Jungs. Kommt her. Ach, dieser Zombie respawn in einem Gebäude. Ach ja, klar. Ja, das hatte ich eben auch bei dem. Mit der 16-4 soll das Shotgun ja weg sein, ne? Ja. Angeblich. Angeblich, ja. Ja. Ich hab's noch nicht getestet. Wer schiss denn da? Keine Ahnung, nicht. Ich nehm Autos auseinander. Noch was? Ach jo, ja, hab ich auch Lust drauf. Okay. Kauf nichts, weg mit ihnen, hallo. Ach nee. Jetzt hab ich einen Nick, Jo, Alter. Oh. Was geht denn hier ab? Tritt er weg, nicht? Ich frag mich, wo du bist. Das hört sich an, als wärst du direkt neben mir und ich sehe aber nichts. Ich hatte gerade einen Leck, als eine ferale Tusa auf mich zugerannt ist. Oh, das ist natürlich super schön. Hab's irgendwie noch geschafft, zur Pistole zu greifen. Mist. Und dann noch Munition dabei haben, ne? Ja. Aber jetzt erstmal sortieren hier. Richtig. Gut. Du bist tot. Oh, Alkohol. Hallo, noch jemand hier? Okay, kann ich ja looten. Ach nee, Farbe. Ja, und dann können wir doch endlich unsere Base anmalen. Wir haben doch Farbe zu Hause. Wir brauchen viel, die Base ist ein bisschen größer. Und geht doch nichts weg. Okay. Also soweit ich weiß nicht. Dann machen wir doch gerade mal. Essen. Lecker. Trinken. Ne, leer. Und alles leer. Dann bist du in den falschen Gebäuden. Ich hab's gerade zu Proxy gesagt. Er ist im gleichen Haus wie ich. Wollte ich gerade schon alles. Bitte, der Tresor hier ist auch auf, meinst du? Ja, da hinten ist noch ein Fass, okay. Braucht noch jemand einen neuen Einkaufskorb? Nicht unbedingt. What the fuck? Egal. What the fuck? Ich hab einen grün. Hier ist die Tür weg, ja, aber da sind noch 10.000 Zombies drin. Naja, auch die Zombies können Türen aufmachen, auch wenn sie es anders machen, aber... Man sind ja schon 37 Tage, wo die Zombies hier überall immer alleine waren. Dir. Schon wieder voll. Oh, lass den Saft außen.
Schön, 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 schön. Ach halt, warte mal. Hier wollte ich doch nochmal tanken. So, jetzt ist das mal auch fast voll. Dann gehen wir erstmal hoch hier. Kann man eigentlich auch. Hallo. Hallo, Zombie. Tschüss, Zombie. Ach, sind die jetzt unter mir aufgewacht? Toilette nicht mal Scheiße drinne. Da. Okay, ich hätte nicht vorher schon springen sollen. Auch leer. Was immer. Ganz oh, ach, eine Parade. Darf ich's nicht treffen, zu springen? Hä? Eine Phrase. Wer schießt denn da? Keine Ahnung. Hoppala. Hört sich ein wenig kornisch an. Ein Goldgraber. Steckt mir direkt auf den Kopf, oder? Und einen Poncho. Wer will den Poncho? Da, da. Ich hab einen Poncho günstig abzugeben. Ja, erstmal gucken, was wir hier brauchen und was nicht. Ja, komm. Mädel, wo bist du? So. Ach, du bist nicht feral. Oh, du bist dann langweilig. Ach, da hängst du. Ist er noch wie Tall? Nee, nein. Was? Oh, aber nicht. Der kniet sogar vor mir. Finde ich ja nett. Oh, Pistole scheint. Besser noch? Nee, nicht besser. Ach, wenn ich doch hier mal was finden würde, das wäre ja richtig geil. Nee, das wäre ja dann schon episch. Ja, das geht ja nicht. Das kann das Spiel mit uns nicht machen. Jetzt unser Haus eigentlich. Guck nach mir, ich stehe drin. Guck nach mir, ich stehe drin. So, was haben wir hier dann? Was? Ah, halt. Wir werden ein wenig aufräumen müssen, ja. Okay. Oh. Soll ich ein bisschen Eisen rauslassen? Keine Ahnung. So für Reparaturen oder so, dachte ich. Okay. Ein Forged Iron kann ja nicht schaden. Ja, das so also ein bisschen kannst du da ja. Mach mal 20 Stück. Und dann weiter im Text. Wie, jetzt wird der kalt? Wir. Ups, wieder mal gespawnt. Das kriege ich doch alles gar nicht mit. Was? Soll ich das ist noch ein Auto, ne? Falls du noch was mit der Ranch anfangen willst, falls sie noch lebt. Sind noch mehrere Autos. Tada. So. Na gut. Erstmal einmal back to the woods. Back to the root. Ja. Gerade ein bisschen zu viel aus dem Safe geholt. Ich dachte nicht, dass da so viel drin ist. Okay. Route 66. Friere ne? Ich wieder. Kommst du auch noch her? Nee, du machst mich nicht. Hi.
Das ist ja noch ein Pilzladen, Alter. Pilzladen? Und Skara ist nicht da? Oh. Immer diese ganzen Pilzläden. Kann man sich an der Theke setzen? Hab ich mich jetzt verlaufen? Ja. Bin zu weit gelaufen. Oh mein Gott. Du kannst mich auch Aldo nennen. Echt? Ja, da hast du. Oh. Mucki, Glückwunsch. Bis zu dem Azrael entkommen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Die rein, das rein. Schläfst du oder? Nee, ich bin wach. Er hat geschlafen. Achso, Proxy. Ich schlaf nicht. Ich hab gerade hier Regale. Achso. Den rein, den rein, den rein. Da kommt das Öl rein. Oh, eine Generatorbank. Hm. Schön. Und Level up. Yippie. Da oben kommt das und das rein. Nur noch 15 Level bis zum Perk. Kann ich die Steine auch hier irgendwann lassen, oder? Pilze, Pilze, Pilze. So. Guck die mir in die Augen, ne? Jo. Die guckt dir in die Augen. Gerade noch so lange regungslos, wie ich einen Rückwärtsgang einlegen konnte. Proxy weiß noch nicht genau, wie das läuft, wenn die Mädels in die Augen gucken. Ja, Mädels wären kein Problem, aber welche, die mal Mädels waren und keine mehr sind, vielleicht schon eher. Naja. Wer weiß. Na. Kommt immer drauf an, wie sie sich gehalten haben. Ich nehm dir nichts weg. Oh, irgendwer schießt hier wieder. Aber echt. Naja, wenn wir alle dir entgegenkommen. Naja, wenn du keine Lex hast, geht das auch anders. Ich würde, wenn sie mir entgegenkommen. Ich würde auch nicht schießen, wenn sie dir entgegenkommen. Wow! Wow! Das hört sich an wie eine Explosion. Sind hier Fresser anwesend gewesen? Drei Schisspulver, okay. Irgendjemand hat hier so viel Munition, eh? Ja. Ach, die ist auch feral. Hilfst du jetzt mal endlich? Was machst du denn da? Außer Munition verschwenden. Was machst du da? Die Fenster gehen hier kaputt wegen dir. Jetzt ja zu mir kommen, hier sind genug Zombies für alle da in diesem Laden da. Echt? Mit der Zwischendecke, weißt du, wo da mal ein grüner Zombie drin gesessen ist. Ach so. Oben in der Zwischendecke. Mit dem Tresor in der Zwischendecke. Na gut, ich habe da oben, glaube ich, gerade selber noch ein paar, aber dann gucke ich gleich mal. Oh, da ist ein Feraler. Oh. Aua. Ein richtiger? Ein richtiger. Lol. Hat jemand noch eine Hunting Rifle Schematik nicht gelesen? Also, ich hab's da, wo ich gerade bin, ist nämlich hier noch Zeug, aber ich bin gerade wieder voll. Ich probier mal mein Glück mit dem Feralen. Oh, da kommt noch einer. Der traut sich nicht so wirklich runter hier. Jetzt aber. Wo läufst du denn? Warum läufst du denn jetzt? Weg! Hä? Wie, der kann hier hoch? Hä? Das passt ja wohl nicht, bitte! Der kann wo hoch?
Und der hat eine Maschinenpistole in sich drinne. Was? Der heißt Wilder Streuner, der heißt nicht mehr Ferala oder so. Geil. Ist klar. Der hatte mal eine Maschine. Der wollte hier richtig hoch. Heftig. Ja, Mann. Wollte ein Autogramm von dir. Huch. Irgendwo ist aber noch einer gewesen. Wo bist du denn hin, Junge? Aber die haben hier ganz schön was auseinandergerissen. Interessant. Wie gesagt, wenn noch hierher kommt, dann gibt's noch Loot. Ja, ich bin voll bis an der Halsgrauseling. Bei mir geht's schon bis an die Ohren. Ich hab Antibiotikum. Vielleicht mal ein Quick Waypoint. Oh, den hat's aber wieder gepulstert. Ich hätte auch hier drauf gehen können. Zentrale. Zentrale ist in diese Richtung. Warum komme ich da nicht durch? Really? Nee, zu groß. Wir hatten hier die Bleistifte gespitzt und aufgestellt. Aua. Ich? So aus Jux und Dollerei, weil ich dachte, Proxy läuft da bestimmt rein. Hat so ein bisschen was von dem römischen Lager. Da bist du hin, Junge. Sag das doch. Du suchst du wieder deine Kundschaft? Ja. Ich habe meine Kundschaft gesucht und gefunden. Na dann. Ohne Absatz. Ja. Du, die bezahlen alle für einen Schlag und dann liegen sie. Wow. Dann haben sie schon genug. Das nenne ich doch mal schnell das Geld. Ja, das ist schon. Also, so muss das auch. Nur diese Feralen, die sind dann immer so ein bisschen. Die wollen nicht so schnell fertig sein. Besser schön, haben wir zwei. Schitzpulver mal drei. Da haben wir hier jetzt alles durch, ha? Ui, Methan haben wir jetzt fast 6000. Das lohnt sich doch. Ja. Oh, ach, da bist du drin. Plastik, wo haben wir das? Unten links. Passt. Können wir nur einschmelzen eigentlich. Ach. Schuh haben wir noch so. Schön, schön. Schön, schön. Und mal weiter. Nächste Runde. Okay. Warum ein bisschen was? Warum ein bisschen was? Wir machen gerade extrem lange Folgen die ganze Zeit. Ja. Also ich hatte zwar geguckt, aber ich wollte dann doch wenigstens bis 12 Uhr aufnehmen. Ja. Das war dann das Kriterium, weswegen ich noch nichts gesagt hatte. Okay, wir haben 14 Uhr, dann mach mal Folgenende. Ja, genau. Jo, dann, bevor es noch länger wird, sag ich mal Tschüss an alle da draußen. Schaut bei den anderen in den Kanälen rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis im neuen Jahr. Tschüss.